Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Wir nehmen uns hier die Blöcke, kommen den irgendwie töten, ich glaube nicht. Hey, Pisser, piss uns nicht ins Gesicht, aber wir sind wohl gestorben. Oh, ich sehe gerade da oben links, sehen wir sogar Pieces left, das heißt, Dingens hier, was heißt denn das genau? Das heißt, wie viele von diesen Breckis, Bröckis, wie habe ich die genannt? Wie viele von diesen Klumpen, Elend noch fehlen? Der fährt nach oben, oder? Oh, geil, Fahrstuhl mit super passender Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Ein schönes Spiel. Ein Wunderwerk. Zack! So. Hui. 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 Hui, 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 hui. Okay. Gut, was passiert als nächstes? Es wird immer nervenaufreibender. Ein Schneeball, der uns kaputt mampfen möchte. Nein! Sind wir totgegangen? Mann, sind wir blöd. Aber weiter geht. Ja. Wir werden ja richtig übertrieben gut in diesem Spiel. Leute, ich glaube es nicht, dieses Spiel. Es hat mich berührt. Ich muss jetzt jede Nacht heulen, wenn ich in dieses schöne Spiel denke. Nein! Oh, dann haben wir die Eisscholle nicht mehr gekriegt. Und haben deswegen gemacht Hose in die Kacke. Nee, Kacke in die Hose, so wollte ich das sagen. Kann ich irgendwie töten? Nee, kann man nicht. Du bist nämlich der Böse, durch mich durchlaufen kann jeder, wenn er getroffen wird und so. Schneemann. Hey, hör auf mich abzuknallen mit deiner Soft Air. Hey, den Brocky wollen wir hier noch, ne? Thank you for this nice Brocky. So. Thank you, wollte ich sagen. Du, das ist wieder unser böser Kollege, der Rolli Wolli Molli, der Schneeball, der hier mit seinem Geld verdient. Komm her, mein lieber Freund. Spielen wir Fang? Oh, ist das ein schönes Spiel. Mit dir Fang. Ich habe die falsche Taste zum Springen gedrückt. Mann, bin ich ein Vollidiot. So, zacka, zacka, bums. Hey, hör mal auf, du. So, zack, zack. Und einfach hier... Nein, hier müssen wir immer warten. Nein, das ist ein super tolles Stage-Level-Dingens. Aber wahrscheinlich ist das Blöde an dieser Stage... Lalalala. Das Blöde ist wahrscheinlich an dieser Stage nur, weil ich mit Tastatur spielen muss, Kinder. Ihr wisst ja, wie super ich mit Tastatur umgehen kann. So null, so leider nein. Zack. Und durch hier, das wird jetzt ein spannendes. Wie kann dieses Muster dieses Feuers wohl gehen? Oh, sind wir daneben gesprungen und da vorne war sicher das Ziel, weil wir uns nur noch ein Piece geleftet hat. Ein Brecki hat uns noch gefehlt. Boah, was willst du denn jetzt? Kleiner du. Für mich bist du ein kleiner. Boah, war das knapp. So. Zack und zack. Und das wird ja richtig sportlich, diese Stage. Vor allen Dingen, weil ich schon wieder von der Sprungtaste losgekommen bin. Und dann muss ich sie erstmal wieder ewig suchen. Auf der Tastatur. So, was war denn hier nochmal die... Upsala, sind wir fast runtergesprungen. Waren wir fast zu intelligent für dieses Spiel. Wieder mal... Hui! Wir wurden gar nicht getroffen dieses Mal. Wir werden zu richtigen Profis in diesem Spiel. Komm her, du. Oh, was ist das denn? Ey, ganz im Ernst, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Zucko, zacka. Na, böse. Den Bricky will ich haben. Ich sammle die alle ein. Das klappt aber. Oh, und dann schon wieder fährt die Eisscholle ohne mich weg. Da habe ich mir noch gleich ein Familienticket bezahlt. Ey, was soll denn das jetzt? Oh, ist das ein schweres, blödes, doofes Spiel. Ach, sammeln wir die Breckis nicht ein. Das ist die Devise, nach der wir handeln. Hui. Dann kriegen wir sogar hier die Eisscholle auf dem First Try, sag ich mal. Hui.
Einfach durchrennen. Wir machen einen Speedrun von Mega Blockman. So sieht's aus. Ich bin der Klaus. Erzähl ein Gedicht. Das glaubt ihr mir hoffentlich nicht. Ich bin cool, aber auch nicht schwul. So sieht's aus. Und Ende schon erreicht. Nur weil in unserer Tasche nicht so viele Breckis drin waren, die den Rücken von Mega Blockman runtergedrückt haben. Snowland 4. Es wird immer spannender in der Storyline von Blockman. Und es kommen immer neue Elemente dazu. Eigentlich nicht. Aber diese Plattformen sehen doch schon ziemlich schwer aus zu meistern. Können wir dieses Spiel eigentlich noch schaffen? Bei so schweren Hindernissen, die uns hier umgeben. Ich glaube, es wird schon ziemlich schwer werden. Aber wenn wir zusammenhalten und ihr mir die Daumen drückt, dann wird das sicherlich was. Hui. Oh, bist du ein Böser oder wie? Oh, ich wurde noch gar nicht getroffen in dieser Stage. Oh, und dann haben wir wieder eine... Nicht ehrlich, oder? Direkt vorm Ziel. Das war jetzt nicht wirklich... Das ist nicht wirklich passiert gerade. Wir bilden uns das sicher nur ein und haben ein Brecki verpasst und schon den zweiten und sind fast gestorben. Gestorben, das muss man richtig betonen, Leute. Sonst sterben, nicht gleich sterben. Du, schöne Musik, die mir heute Abend nicht mehr aus dem Kopf gehen mag. Was soll mit das denn jetzt? Was bist du denn für ein böses, böses Wesen, du? Zack, und the end of the level, of the stage of the hell. Wow. Snowland 5, wie viele Schneeländer gibt es denn hier noch? Diese Welt scheint etwas länger aufgebaut zu sein, als die vorherigen. Und wir haben ordentlichen Schaden kassiert. Springen direkt mal ins Feuer, aber kriegen keinen Schaden, warum auch immer. Und fallen dann runter. So ist das richtig. Ui. Jetzt ist es positiv, ich bin der erste deutsche Let's Player, der dieses Spiel Let's Played, denke ich mal, weil das wäre ja wohl echt. Aber da ich euch dieses epische Spiel zeige, werden sowieso spätestens ab morgen 500 Let's Plays von diesem Spiel auf YouTube und allen möglichen anderen erotischen Seiten, die was mit Let's Plays zu tun haben, zu sehen sein. So Clipfish und My Video, diese ganzen Seiten. Ihr spuckt gar kein... Doch, ihr spuckt Feuer. Mann, seid ihr böse, ihr. Dieses Spiel wird gerade richtig fordernd und schwer. Ich kann mich kaum noch halten. Und wir haben wieder alle Bröckis eingesammelt in diesem wunderbaren, ideenreichen Level. Ist das ein schönes Spiel. Snowland 6. Versuchen wir so viele Bröckis wie möglich einzusammeln, ohne getroffen zu werden. Verdammt, waren wir dann am Ende doch wieder schlecht. Fallen runter und denken uns, scheiß auf Bröckis. Wir haben doch uns. Die Musik lässt mein Herz wieder aufgehen. Ist das schön. Scheint es relativ viele Bröckis zu geben. Wahrscheinlich haben wir schon fast alle, weil es fehlen noch 38 und das heißt, am Anfang waren ja eh so viele. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich fast das Ziel erreicht gehabt und richtig ein und die Schüssel gebrettert vor Freude. Versuchen wir nochmal alle von diesen super tollen Dingern hier einzusammeln, von denen ich immer noch nicht weiß, was sie überhaupt sein sollen. Das ist immer das Schönste im Spiel, wenn man dann irgendwas nicht erkennen soll, was es darstellen soll. Und ich glaube, ich habe da gerade den Enddings-Bums gesehen. Und die Seite wechseln. Und sportlich auf die andere Seite hüpfen. Und wieder zurück. Das ist ja richtig spannend hier. Ein Wunderwerk. Das existiert nicht, sowas Tolles. Das ist eigentlich alles gar nicht wahr. Das muss ein Traum sein. So ein schönes Spiel habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Die Menschen denken immer nur an das Geld. Hier wird in einem so kleinen Spiel gezeigt, wie schön dieses Welt doch sein kann. Ist das ein schönes Spiel?
Oh, und das war böse. Wieso hätte ich das denn machen sollen, ohne getroffen zu werden? Ach, geht einem da das Herz auf bei diesen Fallen, die man sieht. Bei diesen ganzen Kreaturen, die einen töten wollen. Wird mir doch gleich munter. Die Seele. Wird auch ganz toll, glücklich und so. Snowland 7. Das Spiel nimmt kein Ende. Es mag nicht vorbeigehen, weil diese Idee dieses Spiels einfach nur die größte ist, die ich bisher erlebt habe in meiner ganzen Let's Player und Gaming-Laufbahn. Ist das Spiel schön. Und wie soll diese Falle denn bitte ausweichbarlich sein, wie auch immer? Ist das ein schönes Spiel, Leute? Sagt doch mal ehrlich, was haltet ihr denn von diesem schönen Spiel, bitte? Mein Abstand kann man hier wohl ja nicht von halten, oder? So schön wie dieses Spiel ist. Mit so vielen Kapiteln aufgebaut. Von der Story erfährt man immer wieder mehr. Ach ja, was mir gerade auffällt, das sieht doch ein bisschen nach Meat Boy aus hier, dieser Charakter. Wenn ich ehrlich bin. Und wieder so spannende, sportliche Musik, die unser Herz aufgehen lässt. Das Spiel wird immer spannender und fordernder. Ich weiß nicht, ist das Ding jetzt in der Mitte oder hier oben? Ich hoffe mal hier oben. Hui, und wir haben es geschafft. Boah! Boah, ist das schwer! Kaum schaffbar, dieses schwere Spiel. Aber zusammen werden wir das schon biegen. Tatsächlich haben wir dieses Level abgeschlossen. Sogar erfolgreich. Ich frage mich gerade echt, wie lange ist diese Snow-Landschaft-Ding jetzt hier noch? Ja, hier ist schon Snow 8. Was soll denn die Kacke? Hier scheint ja wohl ganz böse, böse Buben zu sein. Zack! Lassen wir die Kubis hier mal aus. Die Cubes, meine ich. Hui! Ach so, du verschwindest, du böser, böser Bube, du! Ach, sag uns das doch, Mensch! Nicht, dass wir uns im Nachhinein noch wundern, dass du weg bist plötzlich und gar nicht mehr auf unserer Fete mitfeiern willst. Auf der Schneemannsfete. Ist das spannend hier. So halten kann ich mich schon lange nicht mehr. Zum Glück sitze ich nicht auf einem Drehstuhl, sonst würde ich schon längst umfallen. Wegen dieser ganzen Spannung, die sich hier in dieser Story aufbaut. Die Level werden auch immer actiongeladener. Immer wieder.